Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. In der letzten Folge haben wir heiliges Feuer bekommen. Ja, und was das heißt? Wir können jetzt einfach Feuer machen. Und vielleicht können wir hier auch... Wir brennen uns einfach den Weg frei. Kein Problem für uns. Das wird uns das Leben so viel einfacher machen. Das heißt hier auch einfach. Und eine Schatzkiste. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Oh, ich bin so gespannt. Wir haben schon so viel erkundet. Wir hatten so viele Netze schon immer auf unserem Weg. Ob ich die alle wiederfinde, weiß ich jetzt auch noch nicht. So, aber das allererste Netz, was wir bereinigen müssen. Befindet sich hier. So. So, und was haben wir hier? Außer ein Skelettkopf, noch eine Kiste. Eine Wurzel. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Diesen Dreiecksschlüssel. Okay, ich gucke jetzt erstmal. Wir haben noch verschiedene Orte mit Netzen gehabt. Ich gehe erstmal hier zurück. So, hier sind auch haufenweise an Netzen. Und da hinten ist auch noch eine Truhe. Fünf Dindi. Sehr schön. Da unten haben wir auch noch eine Truhe und hier ist jetzt das Wasser weniger geworden. Das haben wir abgelassen. Kommen wir da jetzt durch? Sehr gut. So, wo geht es jetzt weiter? Ich gehe einfach mal hier durch, weil irgendwo müssen ja noch Netze sein. Irgendwo sollten wir jetzt mit der heiligen Flamme weiterkommen. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch kein Wasser mehr. Okay, hier kann ich rüber. Jetzt komme ich hier nicht an die Kiste ran. Hm.
Hier sind wir jetzt genau wo? Hier hinten in dem Gang. Und da oben gibt es noch einen Bereich, wo wir noch nicht waren. Oder doch, wir waren da schon. Ah, hier sind wir vorher lang gekommen, weil die... Das Wasser war hier höher. Dann müssen wir hier vielleicht nicht lang. Dann gehe ich nochmal hier rüber. So, wir suchen Spinnennetze, wo wir vorher noch nicht weitergekommen sind. Oder kann ich die Karte? Können wir die Karte variieren? Okay, die zeigt uns immer nur an, wo wir sind. Irgendwo müssen wir noch hin. Im Zweifelsfall durch die Tür, wo wir diesen Dreiecksschlüssel für brauchen. Ah, und jetzt können wir hier auch Licht machen. Okay, mal gucken, wie uns das weiterhilft. Auf jeden Fall sehen wir schon mal mehr. So, und jetzt hier die Frage, was können wir hier mit Feuer machen? Können wir vielleicht hier einfach was anzünden? Oder hier vielleicht? Irgendwas haben wir hier noch verpasst. Okay, einmal mehr gestorben. Hier sind zwei Schalter. Und ich lasse mich immer wieder treffen. Was haben wir noch, was uns Leben bringt? Okay, ich muss so schnell wie möglich da zu diesem Schalter kommen. Das wird anscheinend nichts. Aber ich glaube, der Schalter hat auch nichts bewirkt, außer dass die Tür geöffnet wurde für uns. Das erste Mal, als wir da lang sind. Aber das sieht ja so aus, als könnte man hier noch lang. Irgendwas muss es doch mit diesem Gitter auf sich haben. Okay. Und da ist der Schalter schon wieder weg. Die Frage ist, wo muss ich lang gehen, damit ich es auf jeden Fall schaffe? Schwierige Sache. Okay, da war ich wieder zu weit gerollt. Vielleicht doch hier lang? Okay, ich probiere es mal auf dem anderen Weg. Da ist der Schalter.
Nein, er hat uns geblockt. Das muss doch zu schaffen sein. Wenn wir es nicht sogar schon geschafft haben. So, der Schalter ist da. Und ich schaff's schon wieder nicht rechtzeitig. Da ist der Schalter. Warum rollen wir immer gegen diesen Posten? Okay, vielleicht kann ich den dazu bewegen, dass er so bleibt. So. Und da schaffe ich es wieder nicht. Das kann doch nicht sein. Okay, der bewegt sich auf jeden Fall. Und der muss sich bewegen. Und der trifft mich. Okay, die bewegen sich alle. Das Timing muss halt wirklich stimmen. Und ich laufe wieder zu weit. Ah. Okay, auf ein neues. Ich habe den Schalter verfehlt. Ich kann eigentlich direkt schon wieder warten. Okay, ich kann eins tun, ich kann kurz durch die Tür gehen. Dann muss ich zumindest den Weg nicht. Ah, dann stehen die alle still. Das ist natürlich auch eine gute Sache. So. Jetzt stehen die alle still. Das bringt mich halt auch nicht weiter. Aber wenn die vielleicht alle stillstehen, dann kann ich es vielleicht besser timen. Okay, die eine ist losgefahren. Okay, wir haben es geschafft. Und jetzt kann ich hier mit der Fackel. Okay, das hat definitiv lange gedauert. Vielleicht baue ich hier einen kleinen Cut rein. Weil hier haben wir wirklich relativ viel Zeit verschwendet gerade. Okay, was haben wir hier? Wieder ein Rätsel und wieder ganz viele Spinnen. Und ich muss die Statuen. Auf ihre Punkte schieben. Und ich würde gerne die Spinnen treffen. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, zwei habe ich, aber dann doch erst nur eine. Wie sieht's denn heute aus? Okay. Gut, dann schieben wir erstmal den hier. Toll.
Na, kommt schon wieder runter. Nein. Können wir es nochmal heilen? So, der sieht auf jeden Fall so aus, als müsste er brennen. Aber hier komme ich ja eigentlich schon mit der Lampe weiter, oder? Okay, aber hier noch nicht. Und da oben ist hundertprozentig der Dreiecksschlüssel drin. So, jetzt die Frage, wie wir das hier anordnen müssen. Haben wir genug von den Feldern? Okay, wir haben drei Felder. Und der hier sieht so aus, als könnte man den noch irgendwie anzünden. Bloß die Frage ist, wie? Vielleicht muss aber immer nur der Brennende in die Mitte. Das sind auf jeden Fall alles nur Spinnensymbole. Ich probiere das einfach mal so. Der hat auf jeden Fall ein Gesicht. Also auf jeden Fall nicht. Und vor allen Dingen, was mache ich mit dem hier? Oder kann der hier was entzünden? Okay, hier haben wir wie so ein Dreieck. Ach, hier unten haben wir auch noch einen. Okay, der hier ist alleine, der hat eine Kugel. Der hat auch eine Kugel, also von der Theorie her müsste der mit der Kugel. Auf die linke Seite von dem hier vielleicht? Also wir müssen auf jeden Fall die richtigen drei finden, denke ich mal. Und dann kommt vielleicht der mit der Fackel. Und dann der ohne Fackel. So, was haben wir hier für Symbole? Können wir die irgendwie zuordnen? Auf jeden Fall nur drei Symbole von Spinnen. Die haben unterschiedliche Zeichen. Die Frage ist nur, woran erkenne ich genau, welches Zeichen welcher dieser Statuen drauf muss? Hier irgendein Hinweis? Kann ich hier irgendwas mit der Laterne machen?
Okay, schwierig. Welcher gehört hier wo drauf? Ich hätte ja fast gesagt, dass der eine den anderen hier irgendwie anzünden muss. Wenn ich den mit den mit dem Krug hier unten drauf stelle. Und den mit der Kugel dann vielleicht hier nach links, aber das passt ja nicht. Also die haben auf jeden Fall irgendwas miteinander zu tun, würde ich sagen. Ist vielleicht den mit der Kugel hier hin? Den kleinen vielleicht hier hin? Und dann den mit der Kugel und dem Krug. Das Rätsel mag ich jetzt schon nicht. Okay, das war's auf jeden Fall nicht. Okay, ich probiere nochmal, wenn ich den hier um den drumherum schiebe. Also die wollen sich auf jeden Fall nicht entzünden, egal in welcher Richtung ich die nebeneinander schiebe. Die Frage ist, kann ich hier mit der Fackel irgendwas? Kann ich auch nichts machen. Ich kann aber auch mit den Zeichen relativ wenig anfangen, glaube ich. Habe ich irgendwelche Hinweise? Auch nicht wirklich. Ich habe nur die Zeichen. Und das, was sie alle in der Hand halten. Das heißt, wir können ja eigentlich nur ausprobieren. Wobei es bestimmt eine logische Erklärung gibt, die mir jetzt gerade noch nicht so ersichtlich ist. Den vielleicht mit... Nein, den wollte ich nicht schieben. Oh, das dauert, die hier immer hin und her zu rücken. Sieht man von hier oben irgendwas, was ich vorher nicht gesehen habe? Zum Beispiel einen Ausgang. Wir gehen wieder rein. Und dann stehen hier wieder die Figuren rum. Der steht wieder in der Mitte. Die zwei stehen hier. Sieht ja so aus, als müsste der mit dem Krug. Wobei der guckt halt. Die zwei gucken nach links. Der guckt nach rechts und der sieht auch aus, als würde nach rechts gucken. Also, okay. Wäre es möglich, dass der hier dann doch vielleicht die Mitte bildet? So. Und der mit der Kugel, der nach links schaut, schaut den vielleicht vorne an.
So, der würde den quasi anschauen nach vorne. Und der hat nichts in der Hand. Das heißt, es bleibt eigentlich nur der Kleine oder der andere, der jetzt oben rechts steht, übrig. Die beide dann in die andere Richtung schauen. Okay, also er mit der Kugel schaut ihn hier an, warum auch immer, und er hier ohne Kugel schaut auch auf ihn, und die zwei mit den Fackeln haben einfach überhaupt nichts hier damit zu tun. Und hier bekommen wir den dreieckigen Eulenschlüssel. Sehr gut. Und damit müssen wir... wo nochmal genau hin? So, wir befinden uns hier. Wir müssen nach rechts, zwei nach unten. Okay, sollten wir hinbekommen. So, nach hier. Dann lassen wir uns einmal treffen. Eins nach unten. Zwei nach unten. Oh, jetzt müssen wir hier wieder durch. Ohne, dass uns was passiert. Okay. Hier haben wir die Tür geöffnet. So, und jetzt haben wir hier den Schlüssel. Oh, und wir können hier natürlich zwei Fackeln anmachen. Oh, und hier können wir noch eine Truhe absahnen. Okay, hier können wir die Truhe nur absahnen, wenn wir einen Totenschädel da drauf legen. Und wir bekommen noch mal eine Birne. So, volles Leben. Und mit vollem Leben geht's vermutlich zum Endgegner, würde ich fast sagen. Eine Spinne. Okay, wir können hier raus und reingehen. Okay. Wir müssen alle Fackeln anzünden. Gehe ich schwer von aus. Okay, eine haben wir. Ah, nein, 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 nein. Okay. Ah, hat er die Fackeln ausgemacht. Okay, die Fackel wieder ausgemacht. Das ist schlecht. Oder können wir sie schon schaffen? Okay, also wir können sie auf jeden Fall nicht schlagen. Wir müssen irgendwie probieren, alle Fackeln anzukriegen.
Aber die macht sie relativ schnell wieder aus. Oh, ich habe einen Hebel gesehen. Okay, das hier hinten hängt niedriger. Was macht dieser Schalter? Dieser Schalter macht nichts. Okay, wenn sie die Netze schießt, ist auf jeden Fall verwundbar. Ich weiß, was bewirkt das hier? Ah, die kommen rund. Okay, ich glaube, wenn ich den Hebel drücke, kommen die Spinnennetze nach unten. Oder zumindest das eine. Okay, das ist auch noch oben. Okay, da kommt noch eins nach unten. Welches ist jetzt unten? Ah, okay. Okay, damit können wir Schaden machen. Na super. Okay, so. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Ah, schon wieder getroffen. Bewirkt denn der Schalter hier irgendwas? Okay, hier baumelt jetzt so ein Spinnennetz. Oh, okay. Können wir sie vielleicht hier ranlocken? Okay. Okay, die haben wir gut getroffen. Allerdings zu Kosten unseres Lebens. Okay, sie steht auch da hinten. Können wir noch irgendwie, ah, vielleicht so einen Trank trinken? Okay, damit können wir auf jeden Fall schneller rennen, was uns nicht viel bringt, wenn sie uns trotzdem erwischt. Okay, wir müssen sie einfach wieder hierher locken. Ohne uns am besten treffen zu lassen. Und nebenbei noch ein bisschen was
Okay, jetzt ist er wieder hier. Nein, 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 nein. Lass mich doch bitte. Okay, und jetzt schnell hin. Okay, sie hat Gegner spawnen lassen. Lauf, 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 lauf. Okay, das hängt immer noch hier. Getroffen. Okay, nicht so schön. Okay, essen. Oh. Ah, sie kommt wieder hier in die Nähe. Oh, das war zu weit, glaube ich. Ah, vielleicht von hinten? Getroffen. Haben wir es geschafft? Wow. Okay, wir haben die Spinne besiegt. Sehr nice. Baldo, du hast das heilige Feuer gefunden. Wenn du so weit gekommen bist und sogar die mächtige Aradna, die Wächterin des Gefängnisses und Bewahrerin des Wappens besiegen konntest, musst du ein wahrhaft tapferer Grünschnabel sein. Ein Grünschnabel. Noch sind wir ein Grünschnabel, okay? Also kein Held. Dieser Gegenstand ging vor vielen Jahren verloren. Verwende das Wappen, um die Tore zum Bobo-Tempel in der Sienaoro-Aue zu öffnen. Im Bobo-Tempel triffst du auf den Geist von Cassia, dem auf ewig größten Architekten dieses Landes. Er kann dir vielleicht helfen, die Eulenbombe zu finden, einen der mächtigsten Gegenstände, der je von den Wächtereulen hergestellt wurde. Aber eins sollst du wissen, er ist etwas eigentümlich. Nähere dich ihm mit Bedacht. Okay. Okay, das haben wir gerade schon mal eben gelesen. Und da wurde der Bobo-Tempel enthüllt. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich nochmal alle Fackeln entzünden. Ohne dass die Spinne uns... Kommen wir das überhaupt hin? Sind wir da schnell genug? Schon wieder aus, okay. Ich glaube, das bekommen wir tatsächlich nicht hin. Und wir haben einen neuen Auftrag. So, Cassia, der Architekt von Rodia. Okay, dann müssen wir jetzt in Bobo-Tempel. Müssen wir hier einfach wieder raus oder können wir vielleicht eine Abkürzung laufen? Nochmal auf die Karte gucken. Wie geht's hier wieder raus? Das ist eine gute Frage. Hier sind wir im langen Gang. Es muss doch einen kürzeren Weg geben. Es kann doch nicht sein, dass ich hier den langen Weg wieder zurücklaufen muss.
Okay, der redet hier das Gleiche. Okay, hier können wir die Netze hoch und runter machen. Okay, anscheinend müssen wir wirklich wieder zurücklaufen. Ah, es sei denn, wir können das Lied des Windes hier drinnen spielen. Okay, das funktioniert sogar. Und da ist der Bobo-Tempel, dann gehen wir doch hierher. Okay, das war dann doch relativ einfach, hier wieder rauszukommen. Und ich sehe schon, das gibt auf jeden Fall auch eine Folge, die ein bisschen länger geht, dadurch, dass wir uns überall ein bisschen aufgehalten haben an den ganzen Rätseln. Aber so, in der nächsten Folge gehen wir dann also zum Bobo-Tempel und schauen, was uns dort erwartet. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.